Ja, ich habe einen Diamanten, bitteschön. Einen, ja. Die anderen beiden sind meine. Habasi kann euch nicht bezahlen, bevor Habasis Freund Habasi bezahlt. Aber Habasi hat diesen Trank für euch, ja. Exklusive Unsichtbarkeit. Okay. Ist schon mal was. Will den Schlüssel zum Haus Nerano. Erdgeschosse sind selten verschlossen, aber Habasi möchte heimlich nach oben gehen. Er benutzt sein fucking Dietrich. Du bist in der Diebesgilde. Wer hat einen Schlüssel? Undres Nerano hat einen Schlüssel. Oder Neranos Diener Subortrandel in der Ratstaverne. Undres Nerano lebt in der Nähe von Nalkarias Laden. Am größten Platz im Ratsviertel. Okay. Und der andere Typ ist in der Ratstaverne anzutreffen. Genau. Es tut mir leid, sprech mich einfach nicht an, sprech mich einfach nicht an, Mann. Ich gebe mich so auf die Nüsse. Oh, wie schön. Ah, ja, das lobe ich mir. Okay. Das wäre dann wohl ein erwähnter Platz. Pfandleier, wissen wir Bescheid. Zum Glückspilz. War ich da schon drin? Hier war diese Ratstaverne, genau. Das wäre der eine Anlaufpunkt und noch gar nicht die ganze Stadt erkundet. Das war der Tempel. Und wo war Nalkarias Laden? Also in der Nähe von Nalkarias Laden. Am großen Platz im Ratsviertel. Das ist ein großer Platz. Und vielleicht auch das Ratsviertel, also das sind ja so eher die Slums, oder? Wollte ich gerade sagen, ich mache zuerst mal eine Runde um das Ganze, damit ich hinten noch die Stadt aufdecke, aber hinten ist direkt schon die Stadtmauer und sonst nichts. Nicht, nicht, nicht. Ja, der Vollständigkeit halber. Ah, wow. So, das könnte tödlich enden. Athletik hat sich auf 11 Punkte verbessert. Nice. Joink! Ja, super. Super Athlet. Ich mach voll die Parkour. Yay! Komm schon, das kannst du. Ja, ich gehe ja schon zu Fuß.
Hoffentlich schicken die mir keine Killer auf den Hals jetzt. Schneiderin. Ja, vielleicht ein andermal. Nein, das war nichts. Ich dachte, da wäre irgendein zartes Pflänzchen oder so, aber nein. Morakton Gilde. Ist halt aber nicht diese Typen, die. Wow. Hallo? Es ist schon sehr lange her, dass mir ein Nord in einem solch grandiosen Aufzug begegnet ist. Kann einfach helfen. Wie heißt dir? Mo, 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 mo. Fasst euch kurz oder geht. Moment. Morakton. Sprecht zu mir. Was seid ihr für Typen? Ausbildung? Schleichen? Kurzwaffe. Mein Schwert ist eine Kurzwaffe oder nicht? Nein, Langwaffe, einhändig. Hätte ich fast einen Fehler gemacht. Langwaffe, 10. Ja, ich muss die halt einfach skillen. Kann man nichts machen. Ein bis vier Punkte Blitzschaden. Okay, das ist nicht viel. Wenn ihr etwas möchtet, jetzt können wir reden. Aber es ist ein netter Ihr Effekt. Dürft sprechen. Und bei dir kann ich Schleichen, Akrobatik, Nahkampf. So, was das hier ist, kann mir keiner von Fasst euch euch kurz wirklich oder geht. erklären, oder? Du vielleicht? Ihr dürft sprechen. Schwarze Handschuhe. Ah. Schnell und behende sind die Morakton. Still und ungesehen bewegen sie sich. Sie erzeugen Illusionen, um ihre Opfer irre zu leiten. Seid ihr die Assassinen-Gilde, Mörder-Gilde, sowas? Das sieht sich ab, fucking unbequem. Nahkampf schlagen sie sicher mit ihren Kurzwaffen zu. Und aus der Ferne sind sie treffsicher mit genauen Wurfwaffen. Ja, ihr seid diese Assassinen-Typen. Leichte Rüstungen beschützen sie vor Schaden und die akrobatischen Disziplinen, bla 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 bla. Das Blut des Jägers und das Blut des Gejagten, die Freude des Versteckten und die Freude des Suchers, das Blut des Auges und das Blut der Pforte, die Freude der Lebenden und die Freude der Toten, bla 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 bla. Muss die Würdige den Großmeister aufsuchen, der seit jeher in den ungesehenen, ungesuchten Ecken der Stadt Vivek. Schwarze Handschuhe. Ja, eh seid ihr diese Typen. Safe, Mann, safe. Okay, gucken wir mal, ob wir da bei der Assassinen-Gilde nicht das eine oder andere mitgehen lassen können. Was führt euch zu Morakton? Traditionelle Assassinen-Gilde, danke. Bieten drei Arten der Exekution, öffentlich, privat und die Exekution im Krieg der Fürstenhäuser. Ja, nicht zu verwechseln mit Kamonaton.
über die uns Leute nur Auskunft geben möchten, wenn wir befreundet sind. Beeilt euch! Dann fragen wir doch bei Zeit mal unsere Freundin da in der Magiergilde. Nein. Nun, ich höre. Ist gut, passt schon. Wünscht ihr etwas? Haus des Dingsterrates. Fürstenhaus Lal. Haus Tyravel. Ist das vielleicht dieser Rats? Platz? Großen Platz im Ratsviertel. Das ist doch eh das. Undres Nerano. Nerano. Haus Nerano. Ja, mal gucken. Hä? Also. Boah, Schloss 60. Fasst euch kurz! Nerano. Hallo. Finsteren Gestalten. Nein, er weiß von nichts. Haus Nerano. Ja, das ist das Haus Nerano. Kann ich etwas für euch tun? Warum seid ihr hier? Was? Du bist... Händler. Essenhändler. Aber nicht für uns, nur für so ziviles Zeug. Ja, ich bin Andres Nerano. Was möchtet ihr? Naja. Ich hätte schon da schon die eine oder andere Idee, aber die wird dir halt nicht gefallen, mein Freund. Ihr redet wahrlich zu viel. Du hast keinen Schlüssel. Das reicht. Ich hab doch nur geguckt. Ich hab doch nur geguckt. Rasch, rasch, lauf, lauf! Oh mein Gott! Was? Gamergeschützte Musik? So ein Scheiß. Dann halt nicht.
Ja, und jetzt? Hi. Das Lied kann gar nicht GEMA-geschützt sein, das ist öffentliches Kulturgut. Hallo, Wache! Ich bin ein vielbeschäftigter Mann, bitte fasst euch kurz. Im Livestream wurde das Lied gemacht. Sagt, was ihr wollt, oder verschwindet. Ich werde verfolgt. Kann ich mich stellen? Ich habe ja eigentlich ein Verbrechen begangen. Nicht so richtig, hä? Ich lade einfach mal rasch los. Ich wollte nur ausprobieren. Ich wollte ja nur gucken. Arsch. Na, dann hoffe ich jetzt mal, ich habe, genug darüber gequatscht, dass es halt eben nicht gemutet wird. Ein schönes Screenlock 2, als er den langen Todesgang mehrfach entlang gerannt ist. Und dann war's mute. Okay, blöd. Ja, mal gucken. Das Haus des Chaos. Mein. Oh, das sind noch viel mehr Bücher. Ich muss den ganzen Mist nachher vorlesen, weißt du? Oder ich verkauf's einfach direkt dem erstbesten Narren und. Okay. Dann tatsächlich, wenn ich von dem Typen Schlüssel abluchsen muss, befindet er sich doch vielleicht in dieser kleinen Kiste, die mit einem Stufe 10 Schloss gesichert ist, wer weiß. Sieben Versuche. Jetzt. Kreckenseife, so eine komische Haut. Ja, okay. Tja. Hat sich zwar nicht gelohnt, aber ich darf den Spielstand jetzt in diesem speziellen Falle nicht laden. Ich kann nicht genau erklären, warum das so ist und welche Regeln da genau gelten für das Speichern und Laden. Aber ihr werdet mit der Zeit bestimmt auch ein Gefühl dafür entwickeln. Okay, dieser Typ hat also mit Sicherheit einen Schlüssel. Nicht. Also gehen wir zur Rasttaverne. Sovor Trandel heißt dieser Mensch, oder? Nun, ich höre. Was auch immer es denn ist. Die Rasttaverne ist in der Nähe dieses Schreiters. Spreng! Wie soll ich was entwickeln? Das tut man doch schon lange. Nicht mehr als für Oldschool-Fotos. Also. Ja, gut. Äh,
Die Taverne ist genau gegenüber diesem komischen Schalter. Ergo. Nicht da. Ah, da komme ich wieder nicht vorbei. Ich muss die ganze Zeit reden, ich bin ein gottverdammter YouTuber. YouTuber können eben nicht atmen und deswegen reden sie, um somit doch irgendwie Luft in ihre Lunge und wieder aus. Also sie können schon einatmen, aber das Ausatmen ist ihnen eben unmöglich, weil das Ausatmen eben urheberrechtlich geschützt ist. Deswegen müssen YouTuber um Auszuatmen sprechen und deswegen müssen sie die ganze Zeit reden, denn sonst würden sie einfach platzen, weil sie nur einatmen können und wie gesagt nicht ausatmen. Wünscht ihr etwas? Noch nicht. Außer du kaufst zufällig Bücher. Nein. Aber ich weiß, wer der Bücher kauft, ganz in der Nähe. Ah, das bist du. Also nicht der Typ mit den Büchern, aber... Das ist auch kein Schlüssel. Ja, fickt euch. Sauhund, ey. Bamura führt das Leben der Heiligen. Die Türen der Geister. Ist mir egal. Und das und das und Anweisungen. Die behalte ich noch. Das und 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 auch das. Und wenn du mir 38 zahlst, zahlst du mir dann noch 40? Ja. Falsch. Oh. Oder Wortgewandtheit. 83 Kröten. Falschen, ja, da kriege ich mehr Geld. Wortgewandtheit. Ja, werde ich früher oder später eh brauchen, denn Wortgewandtheit erreiche ich ja nicht, indem ich einfach nur mit Leuten über diverse Themen rede, sondern für die Wortgewandtheit muss ich vermutlich tatsächlich dieses Überzeugen anwenden und das bringt mir im Moment nichts, weil ich das nicht kann. Stufe 7. Ja, werdet ihr wachsen. Ich kann es spüren. Ich nehme hier gleich noch einen mit. Okay. Ich übernehme die Arbeit für ihn, Andres Nerano. Ja. Was ist dein Beruf? Gelehrter. Ich besitze große Bildung und weltmännischen Geschmack, bin halt gereist, gebildet von edlen Manieren, kann mich informiert zu vielen Themen äußern und bin bereit, meine Ehre und die meiner Begleiter zu verteidigen. Ein Edelmann, kurz gesagt. Ich kann von Geschichte, Wortgewandtheit, Sprache und Bräuchen erzählen. Und gegen eine Gebühr kann ich bla 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 ausbilden. Ja, ich brauche da so einen Schlüssel, mein Freund. Genauer, Schlüssel für die oberste Etage von Haus Nerano, das womit Schloss 60 versperrt ist. Haus Nerano, du arbeitest da, ja. Schlüssel? Nein, Schlüssel gibt's hier nicht. Verzauberungen? Nein. Okay, wenn ich dich nicht ausrauben kann, also da kein Schlüssel auf dir trägst, und ich dich nicht auf einen Schlüssel oder das Haus ansprechen kann, anständig. Was fucking dann?
Wie komme ich an deinen Schlüssel? Sprecht oder verschwindet. Bitte, seht euch nur um. Ja, hier würde ich 81 Kröten für den Diamant bekommen, ich weiß nicht. Ich gebe den lieber mal irgendwo in Zahlung, wenn ich mir irgendein nices Gimmick oder sonst irgendeinen Mist kaufe. Die neuesten Gerüchte. Es mag euch überraschen, doch einige von uns mögen keine Fremdländer und möchten auch nicht mit ihnen reden. Fick dich, du bist doch ein verdammter Barkeeper. Wie mich gerade anglotzt, ey. So, mein Freund. Überzeugen, ja. Ups. Bestechung gescheitert, wirklich? 100 Kröten? Ah, jetzt ist erfolgreich. Jetzt wieder nicht. Pah. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Aber auch wenn jetzt hier Stufe 60 sind. Ich kann jetzt hier mal nach Gerüchten fragen. Da. Ja, fuck you. Kamonatong. Wir sind nur eine Vereinigung von Geschäftsleuten. Wir sind dumme und wir sind stolz. Wir haben Ersatz zuzuschauen, wie Morrowind von Fremden regiert wird, die von Morrowind nichts verstehen. Außerdem haben wir satt, dies unwissenden Fremdländern immer wieder erklären zu müssen. Na gut. Du gehörst also zu den... Du bist einer von den Typen, die ich umlegen muss, ja? Diese Blutbad-Quest. Trotzdem... Ich klicke jetzt einfach mal alles an und vielleicht wird irgendwann irgendwo mein Tagebuch aktualisiert, wer weiß. So, und jetzt spielen wir mal ein Normal Lost Phone. Nicht. Blöder, elendiger Wichser! Fuck you! Stirb! Hallo? Unsere Türen stehen euch immer offen. Oh, ich dachte, ich hätte den Kerl geklaut. Okay. Was will das niedere Wesen von dir? Halt dein Maul, du Blöde. Nein, ich glaube nicht. Ja, Sicherheit kann ich hier lernen. Ich möchte tatsächlich gerne ein wenig den Schwertkampf erlernen. Nur ganz minimal. Warte. Ist dieses Zimmer dann für mich, wenn ich ein Zimmer nehme?
Nein, ich glaube nicht. Oh, wie heroisch. Oh, nice. Ey, wenn die Leute wüssten, ey, dass du Rattenfleisch zubereitest. Wenn die wüssten, dass du ihnen Rattenfleisch vorsetzt. Ihr redet wahrlich zu viel. Ein Eisenschwert reparieren. 38 hat es Schaden. Moment. Da stand kein Preis und kein gar nichts. Weg. Wünscht ihr etwas? Ah, so Mist. Was so, will das niedere Wesen von mir? Versuchen wir das gleich nochmal. Danke. Und das Rattenfleisch. Und tschüss. Nein, ich glaube nicht. Sagt, was ihr wollt, oder verschwindet. Ich besitze... Aha. Es stand sogar nebendran, was es mich kostet. 3. Ich dachte, ich hätte noch beträchtlich mehr, aber ich habe ja Ausbildung gemacht. Wie lese ich diese elendige Quest? Ich kann doch mal zu dem anderen Typen gehen, natürlich. So lerne ich wenigstens die Stadt kennen. Ja, genau. Schön, schön. Und ich bin hier genau falsch. Bin ich durch Springen minimal schneller? Ich weiß gar nicht. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Bitte fasst euch kurz. Warum? Musst du Scheiße schippen? Den Schlüssel zu diesem Schloss hier braucht die gute. Und den hast angeblich du. Das reicht, Diebe! Ich hab mich angeschlichen, Mann. Ihr Enwa! Ihr Enwa! Doch, doch, ich kann schon schleichen. Ey! Kannst du uns besser schleichen als kämpfen? Ihr seid geschlagen! Warte mal, ich habe hier noch diese... Willenskrafttrank.
Magie wiederherstellen. Ah, jetzt. Ihr Envar! Ihr Envar! Wir werden leiden! Richtig schlagen tut er, aber den Krieg gewinnen wir! Schau! Habe ich ihn gerade geschubst? Ihr Envar! Ich sag dir, wenn ich treffe. Stirb, Abschaum! Es gibt kein Entkommen! Klick schneller. Ja, ja. Stirb, Abschaum! Dann mache ich halt weniger Schaden pro Treffer. Sunshine! Herzlich willkommen in der Freakshow. Es gibt kein Entkommen. Ja, da habe ich auch das Gefühl irgendwie. Kommst gerade zu einem super Zeitpunkt. Ich, naja. Ja, ich habe getroffen. Ich habe einmal getroffen. Hast du gesehen? Das war ein Treffer. Ich habe ihn erwischt. Oh yeah. Kein Entkommen. Ich muss nachher vermutlich eh laden, weil das, was ich hier mache, ist Mord. So. Sunshine, einen wunderschönen guten Morgen übrigens. Und haben wir noch morgen? Jetzt habe ich euch. Ja, genau. Ihr werdet leiden. Stirb, Abschaum! Ja, ja, warte, warte. Du, sonst nehme ich noch mal so einen... Ihr Envar! Steckt ja alles weg, ey. Glaub ich ja nicht. Komm schon. Ich meine, jedes Mal, dass er tot umfällt, weil wegen der Animation. Er hat den Zickenschaden, aber... Wer werde leiden? Sterbt! Er muss. Ich gehe davon aus. Sterbt! Aber keine Lebensanzeige und gar nichts. Langwaffe verbessert. Dafür hat es sich schon fast gelohnt. Es gibt kein Entkommen. Ja, ja. Ah, yeah! Ich hätte jetzt einen Schlüssel. Exit.
extravagantes Saphir-Amulett. Naja, und extravagante Kleidung ist natürlich auch hübsch. Alles nehmen. Und die Unterhose hätte ich auch gern aus Gründen. Leiche beseitigen. Okay. Habe ich gespeichert. Ja, ja. Es ist nun beschlossen, ich habe offiziell einen Mord begangen und gespeichert. Kann ich ihn auch gleich ausrauben? Kann es auch gleich ein Raubmord sein, oder? Das sind nur Flaschen. Guck halt auch immer ein bisschen, was die Dinger für einen Wert haben. Wenn sie einen Wert 3, 5 und so haben, dann kann ich sie schlussendlich für gar nichts verkaufen. So, ab 20, 30 kriege ich ein paar Gold raus beim Händler. Ich habe ein Spiel gespielt, ich weiß nicht mehr welches. Wenn man da, naja, vielleicht irgendein Fallout, ich weiß es nicht. Fallout. Auf jeden Fall in diesem Spiel konnte man seinen Charisma-Wert musste man voll hochhauen. Und seinen irgendwie Redekunst oder Sprachgeschick, irgendwie sowas. Und dann gab es einen Trick, wenn man ein bestimmtes Item hatte, konnte man das hat ebenfalls nochmal Punkte gegeben, irgendwie auf Handeln und so. Schlossen von 20 von dieser Seite. Und wenn man diese drei Dinge hatte, so in der richtigen Kombination, konnte man bei einem Händler Sachen kaufen und direkt wieder verkaufen und hat beim Verkaufen mehr Geld von ihm bekommen, als man ihm dafür gezahlt hat. Weil das war ein kleiner Exploit, weil das war eigentlich unmöglich in dem Spiel. Oder sollte unmöglich sein. So, okay, schleich. Hat aber in dem Fall trotzdem funktioniert. Okay. Unendlich Geld, yay. Ja, genau so. Und meine Wache. Die darf ich nicht sehen. Wobei, ich habe nichts zu verbergen, oder? Hoffentlich geht die nicht ins Haus und guckt, was drin los ist. Hoffentlich vermisst niemand den Typen. Hoffentlich wäre er nicht wichtig für eine Quest gewesen. Hoffentlich war das einer, den wir eh umlegen müssten. Ja, wer weiß. Aber dann wäre es vermutlich einfacher gewesen. Sprecht schnell! Oh, kommt schon. Sagt was in der Beschwindigung. Was? Sputet warum? Ich habe nur wenig Zeit. Gut, dass die Wache gerade abgelenkt war. Grüße! Es tut mir leid, ich habe nur wenig Zeit. So, das war jetzt halt nicht so geschickt, aber trotzdem habe ich hier den Schlüssel. Mir fehlt das Haus nicht. Nein, ich habe den Schlüssel leider noch nicht. Kleinen Moment. Ich hoffe, es ist wirklich. Was ist eure? Ich will doch selbst gucken, was sich hinter diesem Schloss verbirgt.
wenn das so wichtig ist. So, noch kurz einen Ausdauertrank reinpfeifen. Hallo, Wache. Ihr redet wahrlich zu viel. Okay, ich bin schon weg. Ja, habe ich mir gedacht. Und was ist denn... Hä? Eine Falle. Ist eh verschlossen. Ebenso. Wertvolle Gürtel. Ne. Na gut, das restliche Zeug überlasse ich da meiner Freundin von der Diebesgilde. Gibt ihr noch genug zu plündern? Flaschen und Schüsseln. Alles verschlossen. Ja, das ein oder andere Schloss würde ich vermutlich schon aufkriegen. Diese 25er Schlösser, aber er würde mich über einen ganzen Dietrich kosten, bestimmt. Was sagt ihr? So. Sagt, was ihr wollt. Ihr dürft sprechen. Bisher weiß noch niemand von meinem Mord. Konnte ich nicht irgendwo meinen Ruf oder so angucken? Ruf 1. Mein Bekanntheitsgrad in der Welt allgemein. Ja, kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Was ist eure Geschichte? Ich hoffe, es ist wirklich wichtig. Ja, bitte, hier ist der Schlüssel. Oh oh. Habasi mag diesen Schlüssel, aber... Ja, aber Habasi hört, dass Ondras Nerano tot sei. Das macht Habasis Arbeit sehr schwierig und Habasi will es euch nicht bezahlen. Ja, was hätte ich tun sollen? Okay. Razzi, der nichtsnutzige Freund von Habasi, stahl die Dwemer-Artefakte für die Gilde. Geht zu Fettis in Lauert. Falls Razzi euch die Dwemer-Artefakte nicht geben sollte, findet sie und bringt sie zurück zu Habasi. Ihr müsst Habasi einen Zwergenkelch, eine Zwergenschale und eine Dwemer-Röhre besorgen. Bringen. In Lauert. Okay. Der Geruch ist ungewohnt. Fettis.
Wenn ich euch helfen kann, Grüße. Werde ich es tun. Hauptsache, es dauert. Was ist das für ein Gestank? Ja, ich hab mich nicht gewaschen, okay? Das mach ich nie. Müssen wir dazu den Schreiter Express nehmen? Wo wollt ihr hin? Bestimmter Ort. Laoat? Nein, Laoat. So heißt das. Nicht Reisen. Ja, nichts von dem. Na gut, ich muss hier gerade nebendran irgendwas gucken. Und zwar, wenn ich das Mausrad bewege und irgendwie hier drin bin, ich weiß gar nicht, wo genau das mache, dann bewegt sich auch mein Chatty-Fenster genau gleich. Das ist lästig. Hla-Oa soll es also sein. Laoat, da! In der Nähe vom Odai-Plateau. Aber wenn ich jetzt diesen Reiseführer noch hätte. Scheiße. Aldrun, Suran, Vivek oder Sedan nehmen. Aldrun, Suran, Vivek. Habe ich hier alles nicht auf der Karte, nur okay, bring mich mal nach Aldrun. Okay, nein. Ganz, ganz, ganz weit weg. Wo wollt ihr hin? Es ist wohl so eher wirklich fern reisen und nicht die nähere Umgebung, denke ich. Seht ihr daneben, ist bekannt, Suran. Ja, das sind alles eigenständige Provinzen, denke ich mal. Jeweils ewig weit weg. Schön habt ihr es hier. Wir bieten euch einen besonderen Ausflug zum gleichen niedrigen Preis an. Wir bieten euch einen besonderen Ausflug zum gleichen niedrigen Preis an. Okay.
Bleibt uns tatsächlich nur der Weg zu Fuß. Warum gehen, wenn ihr auch reiten könnt? Ja, unterwegs aufspringen kann ich ja wohl schlecht. Also. Jo, einfach mal den Fluss entlang. In diese Richtung. Geronimo! Ich werde in der Zeit eine kleine Rast einlegen, damit es auch wieder Tag ist. Vielleicht die Ausdauer noch ein wenig regenerieren, wenn ich schon hier in der Wildnis unterwegs bin. Allerdings der Kampf selbst vorhin hat selbst auch so gut wie keine Ausdauer gekostet. Lediglich das Hin- und Herrennen danach. Alles immer noch weg, abgeerntet. Okay, blöd. Hier war diese Mine. Nein. Doch. Diese kleine Map da unten, geht die nicht größer? Weil die bringt mir so einen Scheiß. Genau, genau. Genau das da. Ja, das kleine Ding da. Was sich immer so komisch bewegt und. Ja gut, ich sehe das jetzt zum Beispiel, dass ich nach Norden gucke. Okay. Das ist halt ein Kompass und keine Map. Ich könnte den Ausschnitt vergrößern und ganz groß da oben einblenden. Bringt zwar nichts, hat aber einen coolen Effekt. Das könnte ich eigentlich auch mit den... Theoretisch könnte ich mir meine... Ja, meine Zauber- und Lebensbalken und so, das Zeug da... Könnte ich mir groß da über mir einblenden lassen. Oder ganz oben. Und so eine Art zusätzliches kleines Hut haben. Das wäre bestimmt lustig. Oh, ich bin schon fast da. Das liegt genau da, geradeaus. Ja, nice. Oh, und das Schiff, ja, super. Das Leben eines
Abenteuer, was ist hart? Und wenn dir mal nichts auf den Piss geht, dann pisst's. Und da geht dir das auf den Piss. War doch dieses. War das nicht dieses kleine Kaff? Ja, genau. Dieses Kaff voller Monstern, die uns nicht helfen wollten, als diese garstige Kreatur uns beinahe besiegt hätte. Nein. Und hier muss ich zu Razi 2 Fettis. Oh, Fettis Versteck. Öffne es, verdammte! So, mein Freund. Seid ihr auf der Suche nach Diensten? Ihr könntet unangenehm überrascht werden. Wem Artefakte? Los! Ah, welche wem Artefakte? So also, hä? Kleines Fischerort, Dorf, bla bla bla. Frage, wenn du musst. Mit diesem ist es vorbei. Oh oh. Ja, ist ja gut. Ich löse nicht alle meine Quests mit einem Mord. Und da sage ich, wo ist denn da das Geld zu holen? Ja, so siehst du aus. Wem Artefakte? Los. Ah, dazu musst du mit mir befreundet sein. Okay. Wie befreundet? Erstmal. Ah, scheiße. Drohnen? Na, bringt gar nichts. Spotten? Nein, ich kann so gar nicht. Ich dachte, wenn ich bereit, wenn ihr es seid. Wenn ich stärker bin, kann ich sie vielleicht anständig bedrohen. Aber im Moment muss ich ihn wohl bestechen, was auch nicht funktioniert. Ist das alles, was ihr mich wert dünkt? Mann! Ah! Okay. 200 habe ich das gekostet insgesamt. Stimmt das? Ich vertraue euch noch nicht genug. Okay. Und jetzt? Darüber weiß ich nichts. So ein Scheiß. Ich glaubte kein Wort. Wow. Okay, ich glaube ihm langsam, dass er nichts weiß. Na, ziemlich sicher.
gut. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Bitte fasst euch kurz. Sajid hat keine Worte für dich. So, in der Tasche habt ihr es ja auch nicht zufällig. Halt die! Du bist ungeschickt, Schneewesen. Schneewesen. Nicht während ich Wache halte. Die Was? Wenn ihr etwas möchtet, jetzt können wir reden. Sajid hat keine Zeit für dich. Zwei bis 13, 5 bis 12. Ja. Stahlstreitachs. Sagt, was ihr wollt, oder verschwindet. Du hast Fragen. Nein, ich schaue mich hier nur mal um. Nun, ich höre. Dürfte ich rasch vorbei an die Kisten, danke. Nicht gerade viele hübsche Damen hier. Hast du hier eine? Pfeile, okay. Nochmal 250 Pfeile. Kiste, Schloss 35, ja, so sieht die aus. Noch mehr Pfeile, oh. Noch eine Kiste, Schloss 75. Noch mehr Pfeile, noch mehr Pfeile, noch mehr Pfeile. Ich sollte mich bevor ich mich auf den Weg nach Hause mache. Das ist ja mal hässliche Kleidung. Würde sich das wirklich... Fast lohnen euch abzuwürzen. Nichtsdestotrotz. Oh, hallo. Pfeil ins Auge, Pfeil in den Kopf. Hallo, ich bin Sprecht hier gebucht. Oder verschwindet. Ich suche Artefakte. Frag später nochmal, wenn wir uns besser kennen. Ja, okay. Alles voller Pfeile. Ja, ihr seid so Waffenschmuggeltypen, sowas, hä? Oh, geil. Klaut die, ja, sie stehen halt überall Wachen. Was wollt ihr? Nur mal gucken. Kettenharnisch. Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt da unten das Schleichsymbol neben meinem Feuerball aufploppt, dann bin ich, glaube ich, unentdeckt, aber... Was? Warum? Ich werde euch zuhören, aber fasst euch kurz. Ein Übermaß an Lieben, ne. Das werde ich irgendwann mal vorlesen, bestimmt. Dann Münzen. Noch mehr Münzen. Warum kommst Was? Du mir nahe? Warum stört ihr mich?
Seid ihr in einem, an einem einfachen Auftrag interessiert? Diese Sklavin nach Belmora bringen. Ein paar unerledigte Geschäfte zwischen Ura, Hellas und mir. Ich schulde ihm einen Batzen Geld für ein Geschäft, das wir vor einiger Zeit abgeschlossen haben. Rabbiner hier sollte reichen, um meinen Teil des Geschäftes zu bezahlen und noch einiges mehr. Man kann eine Menge Geld machen,